Mario! Ja, Grotte fix oder die Hund. Oh, Mario! Sofort hinterliefern, ist er schon in LKW vorne. Der wartet auf die Karotte. Also, ich hab's ihm jetzt gesagt. Münchens Großmarkthalle um 2 Uhr morgens. Während die meisten Menschen schlafen, herrscht am Eingang von Deutschlands größter Markthalle Hochbetrieb. Per LKW kommen hier jährlich geschätzte 700.000 Tonnen Obst und Gemüse aus insgesamt 83 Ländern an. In einer Stunde muss die Ware bei den Großhändlern ausliegen, denn dann kommen die ersten Kunden. Stefan Hausruckinger ist Großhändler in der sogenannten Früchtehalle. Während seine Mitarbeiter die Ware aufbauen, kontrolliert er die Qualität und legt die heutigen Preise fest. Das ist die Action in unserem Job, dass wir schnell den richtigen Preis finden müssen. Und zwar für jeden, von groß bis klein. Du musst richtig entscheiden, ob du gleich laufen lässt oder ob das Ware ist, wo du zocken kannst, sag ich mal. Du musst immer unter Kontrolle haben, was hat die Konkurrenz. Hat sie viel Ware, hat sie wenig Ware? Neben Angebot und Nachfrage bestimmt auch das Aussehen den Preis und führt zu Schwankungen. Erdbeeren, mein absoluter Liebling, weil da ist die meiste Bewegung im Preis. Und ja, das Auf und Ab, das ist einfach mein Leben. Hier unsere Hausmarke vom Fruchthof Hensen, deutsche Erdbeeren, jetzt um diese Jahreszeit, wie gemahlen. Und da liegen wir heute aktuell auf der Kurve 2 Euro bis 2,20 und geht aber auch in kurzer Zeit vielleicht auf 3 Euro rauf oder dann wieder runter. In der hintersten Ecke verstecken sich die Erdbeeren mit dem niedrigsten Preis. Weil sie nicht hübsch genug sind, liegen sie auf dem Wühltisch. Eine super gute Erdbeere, aber hat einfach Flecken. Das ist ein Problem, sowas zum Verkaufen. Weil wirklich die Optik, sag ich mal, wenn man sowas daneben stehen hat, ja, einfach abschreckt. Ist so. Sowas ist jetzt, sag ich mal, wieder für die Fußgängerzone oder für die ambulanten Händler, die Ware irgendwo oben relativ weit weg haben von den Augen und aber dafür der Preis so groß aufgebaut ist, Schale 99 Cent oder Schale 75 Cent, dann sehen die nur Rot und Erdbeeren und keine, sag ich mal, kein Schimmel, kein Nikolauspelz, dann kaufen die das. Wenn sie es dann daheim auspacken, dann ist die Überraschung halt vielleicht einmal im anderen Sinne auch wieder da. Böse Überraschungen soll es am frische Umschlagplatz Großmarkt eher wenige geben. Schließlich werden von hier aus Nacht für Nacht 5 Millionen Menschen aus Deutschland, Süd- und Osteuropa mit Obst und Gemüse versorgt. An der Zufahrt zum Großmarktgelände treffen inzwischen die ersten Einkäufer ein. Walter Rampf kommt seit 35 Jahren hierher. So, jetzt ist kurz nach 3, jetzt müssen wir Gas geben, weil für den Großmarkt ist es schon ganz schön spät. Also, auf geht's. Neben 2 eigenen Feinkostgeschäften am Tegernsee muss der 59-Jährige regelmäßig einen ganz besonderen Kunden versorgen. Es ist kein geringerer als Christian Jürgens, der gerade zum Koch des Jahres gekürt wurde und als Küchenchef eines Luxushotels nicht mehr täglich zum Einkaufen gehen kann. Ich gehe selber ungefähr einmal in der Woche über die Großmarkthalle, so dass ich den Anschluss nicht verliere. Ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt dem Walter misstraue, sondern dass ich einfach selber immer wieder fühlen muss, was gibt es jetzt für Produkte? Und ich muss diesen Stallgeruch aufnehmen. Die Produkte dann kontinuierlich in einer hervorragenden Qualität zu bringen, das macht der Walter. Bei solcher Kundschaft spielt der Preis erstmal eine Nebenrolle. Servus. Das ist jetzt Steinpilze, aber nicht die erste Qualität, weil da so viele grüne Bärte dran sind. Also da muss was Schöneres geben. Also sowas ist also, ja, ist zwar günstig, kann günstig angeboten werden, aber unsere Kundschaft braucht sowas nicht. Also wir wollen da was Schöneres haben. Ohne Einkaufszettel geht gar nichts. Also die Liste, die habe ich heute in der Früh um 2 also bearbeitet. Das ist mein Gebetbuch, das ist meine Einkaufsliste für heute. Das sind 2 Seiten und das müssen wir schauen, dass wir das zusammenbringen heute und natürlich in einer möglichst schnellen Zeit. Einkaufen darf am Großmarkt nur, wer eine spezielle Genehmigung hat. Viele Einzelhändler kommen gleich mehrmals die Woche, man kennt sich. Das ist mein Melonenprofessor. Oh,
Jetzt wird über den Preis gesprochen. Über die angemessene Höhe hat jeder so seine eigene Meinung. Na, ist okay. Jetzt haben wir den guten Geschmack gefunden. Jetzt müssen wir den guten Preis machen. Ja, 95. Immer 79. Verhandelt wird der Stückpreis. Stückstück? Haben wir keine Chance. Warum? Du hast keine Chance. Weil ich stur bin, oder was? Nein, ich habe noch keine Chance, ein bisschen nach unten. Man kann es aber schnell, ganz einfach und auf die Schnelle machen. Gerade oder ungerade, die Seriennummer des Geldscheins entscheidet über knapp 100 Euro. Erstmal den Kurs bei abchecken. Wo 75 oder 79, 75 ist der E-Kopf. Dann nehme ich gerade. Nehme ich. Nehme ich zwei Kisten. Machen wir 20 Kisten. Wenn man sich so nicht einig wird, sage ich mal, ja, da klar die Vorstellung, ich habe eine Vorstellung, man kann nur der Schein entscheiden. Die Endzahl vom Schein. Da wird dann rausgezogen und die letzte Zahl ist. Trotzdem okay für Sie jetzt, oder? Der Montag bringt nichts Gutes bis jetzt. Wir müssen dann weiter versuchen, auf die Gewinnerschiene zu kommen. Aber bei ihm ist immer schwer, auf die Gewinnerschiene zu kommen. Du musst es halt über die Jahre musst das rausbekommen, wie du mit wem ins Geschäft kommst. Also der Erste winkt von Haus aus ab und sagt, ich brauche halt gar nichts. Und dann musst du halt auf eine andere Art und Weise reinziehen, dass er am Schluss 10 Artikel auf der Liste hat. Der andere geht rein und sagt von Haus aus, ohne zu handeln, die Artikel an, was er braucht und vertraut dir, dass du ihm die richtigen Preise machst. Jeder ist anders. Und genau so musst du dich anpassen an jeden Typen. Jetzt, Manu, habe die Ehre, jetzt muss ich was verkaufen. Danke, Stefan. Servus. Servus. Der Großmarkt. Ein Mikrokosmos, der dann erwacht, wenn sonst alles schläft. Am Imbissstand in der Früchtehalle treffen sich Verkäufer, Händler und Lkw-Fahrer bei deftiger Hausmannskost. Ingrid Armbrüsters Café gilt als Nabel der nächtlichen Parallelwelt. Die ersten heute in der Früh um 2 Uhr, das sind die Lkw-Fahrer. Die wollen ja dann auch schon was Gescheites zum Essen, meistens Spiegeleier oder Rühreier oder irgend sowas. Und dann, weil die müssen dann schlafen, die werden abladen und dann schlafen und dann müssen sie wieder fahren. Und darum läuft das halt alles ein bisschen anders. Muss man halt doch schauen, dass man heute halt in der Früh da. Der frühe Vogel fängt den Wurm so aus, oder? Seit 16 Jahren steht Ingrid von Montag bis Freitag in ihrem Imbiss. Kurz nach Mitternacht geht's los. Mit Großmarktromantik hat das zunächst wenig zu tun. Also das kann man mit gar nichts eigentlich vergleichen. Ich habe früher auch mal bedient oder so, aber das, wenn man abends das Arbeiten anfängt, ist ganz anders wie in der Früh, mit der Nacht, mitten in der Nacht. Wenige Meter weiter arbeitet Einkäufer Walter Rampf systematisch seine Einkaufsliste ab. Da brauche ich 10, dann 2 Spinat noch, den groben. Am Rande fällt ihm eine kulinarische Besonderheit ins Auge, die Sternekoch Christian Jürgens gefallen dürfte. Was hast du denn da? Gelbe Beete, Georgia? Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Mal schauen, wie die innen sind. Rot-Weiß. Ja, genau. Schaut natürlich schon heiß aus, gell? Das ist richtig schön. Ich glaube, das kann man, glaube ich, mal unserem Spezi schicken. So, dann schickt man das an den Christian. Dann nehmen wir das Kistel mal mit auf alle Fälle. Ich glaube, da freut er sich, wenn wir das dabei haben. Ganz schön teuer. Naja, okay. Für Ruhi Cavazoglu ist der Preis das Hauptkriterium. Seine Kunden wollen günstige Ware. Deshalb kommt er auch lieber ein bisschen später auf den Großmarkt. Man darf nicht zu spät, aber auch nicht zu früh sein. Wenn man zu früh da ist, ist alles noch teuer. Wenn man zu spät ist, ist alles schon weg. Dann bringt es auch nichts, wenn es billig ist. Bereits seit 3 Generationen gehört den Cavazoglus ein Gemüseladen im Münchner Hauptbahnhofsviertel. Hier in den Hallen geht es familiär zu. Trotzdem gilt es für den jungen Türken, möglichst immer die gesamte Fläche abzulaufen und alle Angebote zu kennen. Vor allem wenn, wie heute, viele Einkäufer mit langen Listen unterwegs sind und die Großhändler Oberwasser haben.
Man muss die Preise auf jeden Fall vergleichen. Und ich vergleiche meist die Preise, aber es ist halt heute recht teuer, weil es heute ist Montag. Ja, jetzt braucht jeder Ware, also können die Preise schön oben sein. Reissalat kostet wie viel? Sehr teuer. Gut. 12, 13 Euro. Gut, gut, dann weiß ich Bescheid. Teuer geht gar nicht. Am Stand nebenan ist der Salat schon um einige Cent billiger. Bei einigen Paletten machen selbst diese kleinen Beträge mehrere hundert Euro Gewinn aus. Hast du noch 6 Kissen? Kommen wir noch, ja. 6 schreibst du mir. Nicht nur die Menge, auch das Aussehen der Waren bestimmt den Preis. Und Ruhis Kunden im Bahnhofsviertel drücken bei preiswerterem Gemüse gerne mal ein Auge zu. Wenn mal eine Ware da ist, die vielleicht noch ein bisschen gelb oben, also ein paar Blätter noch gelb sind, kannst du sagen, du mach mir die Ware ein bisschen billiger und ich nehme alles mit, also den Rest. Also es geht um das, wenn du Rest kaufst, kriegst du es billiger. Wenn ich sage, du hast ein paar gelbe mit dabei, kriegst du noch mal ein paar Cent billiger. Für die Kunden von Stefan Weiß und Mario Hollinger wären gelbe Blätter am Salat undenkbar. Sie wollen Ware in Vollendung. Die beiden arbeiten für einen der berühmtesten deutschen Feinkostläden und sind täglich auf dem Großmarkt unterwegs. Das ist perfekt, genau die großen brauchen wir. Das ist nämlich die Kunst dabei. Wenn wir die Kleinen, die kaufen unsere Kunden nicht. Ja? Das ist perfekt. Weil einfach zu wenig dran ist. Nein, das ist, nein, weil die keiner möchte einen kleinen Kaiserling im Carpaccio haben, weil es von der Optik nichts ist und keiner macht sich die Arbeit, diese kleinen Pilze zu hobeln. Auch die Herkunft der Ware spielt im Hochpreissegment eine Rolle. Nicht nur, weil das Vertrauen in die heimischen Produzenten größer ist. Es geht auch um Nachhaltigkeit. Selbst bei exotischen Früchten sollen die Lieferwege der Umwelt zuliebe so kurz wie möglich sein. Haben wir irgendwas besonders da Exoten momentan so? Sizilianische Mango. Mangos aus Sizilien. Eigentlich kommen die meisten Früchte per Flieger aus Südamerika. Weiß und Hollinger sind elektrisiert. Wunderbar. Wunderbare Farbe. Also muss ich wirklich sagen? Keine Fasern, also komplett faserfrei. Faserfrei. Ja. Eine tolle Ware nach wie vor. Okay? Also, das ist der Wahnsinn für europäische Ware eigentlich im Prinzip. Es ist unerreicht. Ja, auf alle Fälle sind wir dabei. Ja? Das unbegrenzte Angebot macht das Geschäft mit Obst und Gemüse kompliziert. Einerseits sollen die Produkte regional sein, andererseits wollen alle alles zu jeder Zeit. Die meisten Sachen sind inzwischen so, dass es dann immer, wenn es in dem einen Land das nicht gibt, es vielleicht auf der anderen Südkugel gibt, dann das, was auf der Nordkugel da nicht gibt. Also im Endeffekt gibt es fast alles. Dank Globalisierung kann aus fast jedem Land der Welt innerhalb 24 Stunden geliefert werden. Inzwischen ist es 7 Uhr früh. Am Münchner Flughafen kommen heute 70 Tonnen Mangos aus Brasilien an. Während die Fluggäste den Flieger verlassen, nimmt Ralf Helfritsch die Ware aus dem Frachtraum in Empfang. Für sie gelten beim Transport ganz besondere Vorschriften. Für uns läuft es unter verderbliche Waren, also Nahrungsmittel grundsätzlich. Und da kann es bestimmte Kühlungsanforderungen geben. Das heißt, eine bestimmte Temperaturrange, die wir einhalten sollten oder müssen laut Buchung. Und das kann dann auch mal heißen, dass der Laderaum mal beheizt wird. Also da ist eine Lüftung drin, die warme Luft zuführen kann, um halt eine gewisse Temperatur sicherzustellen während des Fluges. Weil gerade im Bereich der Türen wird es doch sehr kalt dann in der entsprechenden Höhe. In knapp 3 Stunden sollen die Mangos per LKW zum Großmarkt gebracht werden. Vom Vorfeld des Flughafens geht es für die Früchte zuerst in die Auslieferungshalle. Denn hier werden sie genau unter die Lupe genommen. Für Lebensmittel aus Drittländern bestehen europaweit strenge Vorschriften. In der Halle warten bereits Mitarbeiter des Logistikunternehmens und der Einfuhrbehörden auf die Mangos. Ja, 19 Grad. Sehr gute Eingangstemperatur für Flugware. Lebensmittelkontrolleure öffnen jeden Karton. Stichproben werden genommen. Wie genau kontrolliert werden muss, hängt von der jeweiligen Ware ab. Es werden also Früchte eingepackt, die werden dann auch beprobt und wir schauen, ob die Früchte auch in Ordnung sind. Die Proben gehen an ein Labor und dann wird die Probe auf 450 Wirkstoffe hin untersucht. Und es sollte sich herausstellen, dass eine Sendung nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn Grenzwerte, Höchstwerte überschritten sind, dann würde die Sendung vernichtet werden. Doch nicht nur nach Pestiziden wird gesucht. Hier fahndet ein Zollbeamter nach illegalen Einwanderern. Zum Beispiel, wenn jetzt hier eine faule Stelle wäre, an den Enden oder an der Seite oder Fraßgänge, dann könnten also Maden von der Fruchtfliege drinnen sein. Dann kann man es ja
mit dem Messer aufschneiden, nachschauen, ob irgendwas drinnen ist, irgendwelche Maden. Je nach Befall könnte das die komplette Vernichtung der Mangos nach sich ziehen, auch wenn andere blinde Passagiere noch bedrohlicher sind. Wie mir schon passiert ist, dass Schlangen aus dem Container rauskriechen, sogar Giftschlangen, wie man mir hinterher gesagt hat. Und dann wird es natürlich gefährlich. Die Mangos dürfen abtransportiert werden. In den Verkauf gelangen sie jedoch erst, wenn in wenigen Stunden die Laborergebnisse vorliegen. Um 9 Uhr morgens ist für die Mitarbeiter der Großmarkthalle gerade Halbzeit. Feinkosteinkäufer Stefan Weiß und sein Kollege Mario Hollinger sind noch immer auf der Suche nach herausragender Qualität. Standardware wird von den großen Supermärkten schließlich genug angeboten. Die großen Ketten werden versorgt über große Handelsgesellschaften, über Genossenschaften, ja, weil der Bedarf einfach enorm groß ist. Da ist es nicht möglich, jede Kiste zu sichten. Ja. Jede Ananas rauszuziehen und zu schauen, ob sie in Ordnung ist. Ja, das geht nur, wenn es im Detailgeschäft, so wie wir das praktizieren, anders ist das nicht möglich. Ja. Standbesitzer Stefan Haus-Ruckinger im Gespräch mit einem Großkunden, der keine Zeit hat, jede Ananas, die er kauft, unter die Lupe zu nehmen. Der Südafrikaner verarbeitet pro Woche mehrere Tonnen Obst für sogenannte Saftläden. Das bedeutet aber, dass sich der Verkäufer bei den Spannen auf den Paletten besser nicht verrechnet. Wir produzieren 5000 Liter pro Tag frischgepresste Säfte. Und wir schneiden ungefähr 2000 Kilo Obst pro Tag. Und da ist eine Preisfrage für die Kunden, weil ich kann nicht jeden Tag zu meinen Kunden gehen und sagen, Preis ist teuer heute. You know, wie vielleicht, wenn wir haben Glück, wir können schaffen, das einmal pro Jahr zu sagen, Preis geht höher 10 Cent. Ein Handelspartner, der unter keinen Umständen verprellt werden darf. Schöner und besser können Sie innen top sauber. Und da machen wir jetzt einen richtigen Jalla hier. Da mache ich dir ein Stück 49 Cent. Unschlagbar der Preis. Für Qualität. Weil du es bist, schwingt hier noch mit. Denn beim Kleinkunden nebenan schnellt der Preis wieder nach oben. 49 Cent für den einen. So was da, mache ich dir Stück 75 Cent. Sind 26 Cent mehr für den anderen. Nur ein harter Geschäftsmann ist ein guter Geschäftsmann. Wow. Schreibst du eine mit 5, also mit 9 Euro die Kiste, bitte? Da macht man auch schon Unterschied, oder? So wie es ist, so ist. Sehr gut. Bis jetzt haben wir noch keiner richtig in die Knie gezwungen. Wenn die alle wüssten. Also, dann sind wir da auch safe. Der südafrikanische Saftproduzent allerdings kann auch Kopf rechnen. So leicht machen die beiden sich nichts vor. Dieser Preis ist sehr günstig für uns zu kaufen. Ich hab noch gar keinen gesagt. Ich nur gesagt. Der hat schon was im Kopf. Ich kann antworten, warum. Ja. Denk dran, wenn du mir zu wenig gibst, Mike, bin ich vielleicht morgen nicht mehr da. Dann hast du einen guten Lieferanten verloren. Gut. Ich wollte nichts verlieren, aber ich hab da auch nichts zu kaufen. Also sag, wie du arbeiten kannst und der Papa macht es dann. 2 Euro. Oha. Das ist der Maximum. Der Maximum. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag, Mike. Den oberen Teil und das lasst du mich teuer verkaufen, dann bin ich wieder zumindest in meinem Schnitt. Mhm. Und wir machen die oberen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lagen ungefähr, sind so um die 100 Kartonen. Okay. Okay? Und den Rest verkaufe ich mit 6 und dann bin ich wieder dabei. Gut. So, jetzt. Ich bin nicht so glücklich über das. Glücklich oder nicht, das Geschäft ist gemacht. Käufe werden in der Großmarkthalle traditionell nur mit Worten besiegelt. Selbst bei Tausenden von Euro Warenwert gibt es keine schriftlichen Kaufverträge. Es gilt Gentleman's Agreement. Hier ein Mann, ein Wort. Ist ein Risiko, wenn wirklich mal irgendwas zum Insolvenzberater geht, oder, dann ist es oft schwierig, wenn du keine Unterschriften hast. Auf der anderen Seite sichern uns wir mit dem eigenen Großmarkthallengesetz, sage ich mal, ab, indem wir alle zusammenhalten. Und wenn einer sich hier von den Kunden nicht an die Spielregeln hält, dann ist es hier sofort publik.
und kommt an die Oberfläche und dann geht der hier rein und auf einmal kriegt er nirgends mehr was. Die Arbeit in der Großmarkthalle ist hart. Um 10 Uhr morgens ist Walter Rampf schon 9 Stunden auf den Beinen. Ein Job, für den man geboren sein muss. Man geht um 8, 9, halb 10 ins Bett. Also ich glaube, ich habe die letzten 35 Jahre, wo ich es jetzt mache, im Schnitt irgendwie um die 5 Stunden geschlafen. Und das Montag bis Freitag, am Wochenende natürlich entsprechend mehr. Aber man muss sich umstellen und man merkt einfach, dass man den anderen Rhythmus, den eigentlich so das Leben außenrum bringt, dass man den nicht mitgehen kann. Eine Stunde später am Tegernsee. Walter Rampf liefert seine Großmarktschätze persönlich bei Sternekoch Christian Jürgens ab. Morgen. Und die Kalzone. Oh, scharf. Walter, grüß dich. Servus. Grüß euch. Hat er da wieder mitgemacht, der Walter? Das sind gelbe Beete, Georgia, steht da drauf da. Mhm. Und die haben also eine ganz tolle Maserung. Ich glaube, die müssen wir mal anschneiden. Das sind die Zielscheiben, oder? Ja, das sind Zielscheiben, aber teilweise sind sie mal anders. Sie haben also so Messer da, ganz andere Maserungen drin. Schauen wir das an. Ist doch optimal, oder? Sehr schön. Dankeschön. Also, die Inspiration ist geglückt. Die Rarität vom Großmarkt landet heute im Sternemenü. Man muss das Gespür haben für die Produkte. Man muss das Gespür haben, welche Geschmäcker man miteinander verbinden kann. Weil man darf nichts zusammenschweißen, was nicht zusammengehört. Und dann braucht man natürlich jemanden wie den Walter Rampf, der ein hervorragender Lieferant ist. Auch der Arbeitstag von Stefan Haus-Ruckinger neigt sich dem Ende. Der Großhändler hat fast alle Waren verkauft. Nur die verbliebenen Erdbeerchargen bereiten ihm noch Sorgen. Bei seinem letzten Kunden gibt er noch mal alles. Hallo, das ist ein Belgier. Ja, und? So, du musst jetzt zuhören, was die Belgier für morgen wieder kosten. Ja, aber das ist der Morgen, den Karls. Ich bin heute bei dir. Du machst jetzt nur ein Schnäppchen. Die kosten anstatt 3,30 2 Euro. Bloß zum Aufräumen. Hm. Was willst du denn da noch umeinander jammern? Ich will ja nicht. Da gibt's gar nichts mehr zum Jammern. Was sagst du jetzt, ein Geld zwischen die Schalen, oder was? Ich schau mir die an. Ich hab bewusst eine Schale so da stehen lassen, dass du siehst, dass ab und zu mal eine drin ist. Stefan, dann machen wir so 10 Kisten. 10. Ja? Gut. Was liebt er an dem Job? Die Abwechslung. Tagtäglich, du weißt nie, was dich erwartet. Es ist immer Feuer drin, es ist immer Action und Stress. Und trotzdem wieder schön irgendwo und... Ja, man liebt sich, man hasst sich und man braucht sich jeden Tag, das ist das Problem. Genauer gesagt, jede Nacht, pünktlich ab 2 Uhr.